Es rappelt an allen Ecken und Kanten. Es ist enorm, was gerade passiert, sowie gesellschaftlich als auch energetisch. Und aus diesem Grunde habe ich noch mal intensiv die Akasha-Chronik befragt. Ich habe noch mal reingeguckt, was denn alles passieren könnte bis zum Jahresende. Und ich habe auch die Galaktische Föderation befragt. Wer nicht weiß, wer die sind oder was sie für Aufgaben haben. Ich habe es sehr oft in meinen Büchern darüber berichtet und alle, die sie gelesen haben, wissen darüber Bescheid. Und es geht also darum zu erfahren, wie wir uns jetzt die nächsten 30, 40 Tage verhalten sollen, was alles geschehen könnte, wie wir zusammen wirken können. Es geht darum, wie die Galaktische Föderation die Lage sieht und es geht auch darum, wie Mutter Erde selbst reagiert, was sie davon fühlt. Auch darüber wird gesprochen werden. Und ich freue mich sehr auf diese Botschaft. Ich freue mich sehr, dass ich die heute überbringen darf, ihr Lieben. Und wenn euch meine Videos gefallen und ihr gerne weitere Botschaften haben möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, liken und auch teilen, dass noch mehr Menschen darüber erfahren und sich dieses Wissen auf der Erde verteilen kann. Und wir lassen auch am Ende der Botschaft die Musik etwas länger spielen, sodass ihr noch in dieser Energie bleiben könnt und vielleicht selbst auch noch Bilder und Visionen bekommt. Auf jeden Fall wird die Galaktische Föderation ganz eng bei uns sein und uns unterstützen. So, und jetzt beginne ich mit dem Channeln und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich habe hier noch mein Auraspray der sieben Schwestern. Ich bekomme ja über die sieben Schwestern direkten Kontakt zu der Galaktischen Föderation und deswegen nehme ich das so gerne. Ja, und jetzt geht's gleich los. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen der Erde, voller Freude rufe ich die Vertreter der Galaktischen Föderation und bitte sie, uns eine Botschaft zu überbringen. Helama Sohama, mit diesem Gruß begrüßen wir dich, geliebte Seele der Erde, die du inkarniert bist, um Großes zu vollbringen. Wir, die Galaktische Föderation, haben uns eingefunden, um dich zu unterstützen und um dir zu sagen, dass du genau jetzt, wo du bist, richtig und gut ist. Großes steht euch bevor, doch bevor es soweit ist, ist es wichtig, dass ihr selbst eure Resonanzen löst. Und zwar sind es die Resonanzen, welche euch klein machen oder in die Angst bringen. Alle Resonanzen, die euch hinderlich sind, zeigen sich dadurch, dass ihr nervös seid, ärgerlich seid oder ängstlich seid. Und es ist jetzt an der Zeit, wirklich intensiv daran zu arbeiten. Denn es wird einiges geschehen noch bis Jahresende. Wir wissen, dass dies ein Begriff aus eurer Zeitrechnung ist und wir bemühen uns, so genau wie möglich dies euch zu sagen. Es kommt darauf an, wie ihr euch jetzt verhaltet. Es steht eine große Veränderung bevor. Und das, was ihr bisher kanntet, eure gesellschaftlichen Formen, eure Länderstrukturen, wird sich verändern. Es wird etwas geschehen, was euch vor völlig neuen Tatsachen stehen lässt. Und es wird euch dazu bringen, einmal genau hinzuschauen und zwar mit eurem Herzen zu schauen.
Das, was wir sagen können, das sind, dass die Tore für euch geöffnet sind. Wir haben die galaktischen Tore geöffnet und erwarten euch. Und wir möchten gerne, dass du dabei bist. Denn du bist uns wichtig. Jeder Einzelne hier auf der Erde ist uns wichtig, der bereit ist, sein Bewusstsein zu erhöhen und durch das Tor zu gehen. Es sind die Tore, die wir auf verschiedenen Stationen auf der Erde geöffnet haben und die wir sehr stark bewachen. Und durch diese Tore werden die Menschen mit dem höheren Bewusstsein mit Leichtigkeit durchgehen, die den Fokus darauf legen und die ihr Innerstes von hindernden Resonanzen gelöst haben. Und dies alles, was jetzt geschieht, ist ein großer Weg der Heilung. Ein Weg der Heilung für Mutter Erde und für euch persönlich. Das, was geschieht, wird für manche nicht einfach sein. Aber mit dem inneren Glauben an deine Bestimmung und deine Aufgabe wirst du Kraft dazu bekommen, deinen Weg weiterzugehen. Es ist ein Weg des Lichtes, den du gehst, und am Ende dieses Weges erwartet dich so etwas Schönes, dass du dir selbst nicht vorstellen kannst. Denn dafür bist du auf die Erde gekommen, um dies zu erleben und um dies mit deinen Mitmenschen, mit deinen Lieben zusammen zu erleben. Wir sind auch etwas aufgeregt, denn wir beobachten Mutter Erde und Mutter Erde selbst bereitet sich vor. Sie ist nicht damit einverstanden, dass in ihr Dinge gelagert werden, die dem Wohle der Menschheit schaden könnten. Denn Mutter Erde ist intensiv und voller Liebe mit euch verbunden. Und sie wird reagieren, wenn sie spürt, dass ihre Liebe missbraucht wird. Und so könnt ihr euch in Liebe und Dankbarkeit mit Mutter Erde verbinden, denn dort, wo die große Liebe von euch schwingt, werdet ihr geschützt sein. Mutter Erde liebt jeden einzelnen von euch und möchte selbst, dass alles wieder in die göttliche Ordnung hineinkommt. Doch du bist uns so wichtig. Wir wiederholen diesen Satz, damit du spürst, wie wichtig es für uns ist, dies dir zu sagen. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen, der jetzt die nächsten 30, 40 Tage einen großen Erwachenssprung machen wird. Denn das wird passieren. Viele Menschen werden durch äußere Umstände, durch äußere Geschehnisse Erwachensschübe bekommen. Und das ist genau das, was wir uns erhoffen, dass ihr immer mehr werdet. Euer Land ist noch nicht so weit, dass alle erwacht sind. Und aus diesem Grunde gibt es oft ein Hin und Her. Doch durch die Geschehnisse, die ganz plötzlich geschehen werden, werden wieder eine Menge Menschen erwachen. Wir möchten euch daran erinnern, egal was geschieht, legt euren Fokus immer auf die Liebe. Denn über die Liebe seid ihr geschützt und über die Liebe sind wir zusammen verbunden. Und so möchten wir euch auch noch sagen, dass wir da sind, um euch beizustehen, um zu helfen, dass alles in der göttlichen Ordnung geschieht und so viel wie möglich Menschen erwachen. Und so verabschieden wir uns jetzt mit dem Segen des Lichtes von euch in tiefer Liebe
und Achtsamkeit. Ihr lieben Herzensmenschen, die Energie ist noch sehr hoch und wir werden die Musik ein wenig länger laufen lassen, damit ihr euch mit der Galaktischen Föderation verbinden könnt, Kontakt aufnehmen könnt, Stärke und Kraft erhalten werdet, um das Große, was alles unser Wunsch ist, das Große zu erreichen, den Schritt in die höheren Dimensionen gemeinsam zu gehen.